Es hat sich nämlich hier eine immer größer werdende Rettungsindustrie etabliert, die nämlich nur eines zum Ziel hat, sich selbst zu ernähren. Also stoppen wir sofort den entwicklungspolitischen Ansatz der letzten 60 Jahre und gehen wir über in eine zielgerichtete wirtschaftliche Zusammenarbeit, die dem Rohstoffgrabbing entsagt und stattdessen Wertschöpfung setzt, die auch klar deutsche Interessen definiert, und zwar gerade im fairen Miteinander im Bereich der Rohstoffe für unsere eigene heimische Wirtschaft.